Die Leipziger Buchmesse bietet nicht nur tausenden Verlagen und Literaten die Möglichkeit, ihre neuen Werke zu präsentieren, sondern auch einen bunten Blick ins Reich der Mangas, Comics und des Cosplay. Die fantasievoll gekleideten Teilnehmer der Manga Comic Con sind für viele Besucher die eigentlichen Highlights der Messe. Wer nicht im Thema steckt, wird die dargestellten Charaktere nur schwer erkennen können, bunt sind sie allemal. Die Cosplayer stecken viel Liebe in ihre Kostüme, eine Convention wie die Manga Comic Con ein Highlight. Weil ich hier mit extrem vielen netten Leuten zu tun habe, die auch treffe und alles. Und weil mich das Lesen bzw. auch diese ganze MMC hier überhaupt interessiert. Mich hat in der 5. Klasse, also vor ganz vielen Jahren, eine gute Freundin mal mitgenommen auf ein kleineres Event. Ich fand das so toll. Es gibt einige Workshops von My Costumes, die werde ich wahrscheinlich morgen besuchen und auf die freue ich mich. Also ich mache schon seit 4 Jahren LBM, ich bin morgen sogar beim Cosplay-Wettbewerb dabei und ich bin auch allgemein hier, weil ich auch meine Freunde wieder treffen will, weil die halt aus aller Welt kommen und alle, die halt cosplayen, kommen dann zu solchen Conventions zusammen. Das ist dann immer toll. Nein, wir haben halt andere gesehen im Internet und dann so, was ist denn das? Und dann hat man so, sich so kennengelernt und dann halt gemerkt, macht ja Spaß, könnte man ja auch mal machen und so. In der Halle 1 wurde am Freitag den Charakteren der beliebten Comicserien DC und Marvel die große Bühne geboten. Bei zahlreichen Wettbewerben suchen die Comicfans die originalgetreuesten Verkleidungen. Neben den fiktiven Superhelden sind auf der Messe auch die Helden des Alltags zu finden, nämlich diejenigen, die sich gegen rassistische Gewalt und Ausgrenzung stellen. Dass Comics auch eine politische Kraft haben, beweist Nils Ooskamp mit seiner Graphic Novel 3 Steine. In seinem autobiografischen Werk befasst sich der Dortmunder mit den Folgen rechtsradikaler Gewalt. Ich habe jetzt schon vor über 5000 Schülern Lesungen gehalten, in vielen Schulen und Rassismusschule mit Courage. Da sind die Lehrer dankbar dafür, dass ich quasi den Einstieg gebe in diese Thematik Rechtsradikalismus, rechtsradikale Gewalt und auch Holocaust. Die Geschichtslehrer sagen auch, wir fangen erst ab 9. Klasse an, quasi mit dem Thema Holocaust. Und jetzt haben die schon mal so einen leichten Einstieg und stellen uns Fragen. Und teilweise wollen die das Thema auch schon früher haben. Ooskamp selbst wurde in den 80er Jahren Opfer rechter Gewalt. Der Autor zeigt in eindringlichen Bildern, wie sich rechte Gewalt entwickelt, viel zu oft nicht rechtzeitig erkannt und ernst genommen wird. Ich finde es wichtig aufzuklären, dass der jungen Generation nicht das passiert, was mir passiert ist. Ich weise auch immer auf die mobilen Beratungsstellen hin, Opferschutzhilfeorganisationen, Opferhilfefonds und sowas, was es gibt. Dann zum Beispiel die Fanprojekte oder auch die Ausstiegsberatung für Rechtsradikale. Darauf weise ich auch hin und das versuche ich auch die Leute zu vernetzen. Das Programm der Manga Comic Con zeigt sich so bunt und vielfältig wie die Buchmesse selbst. Highlight ist am Samstagnachmittag der Leipziger Cosplay-Wettbewerb.